Irgendwann zwischen Castor-Schottern und Anti-Atom-Protesten wird ein ganz besonderer Zug durch die Nacht rollen. Ein Zug, der wirklich gut ist. Ding, ding, ding! Ein Sonderzug von Stuttgart nach Berlin. Wir freuen uns drauf. Dieser Protest- und Kulturzug fährt von Stuttgart nach Berlin. Und 600 Leute aus Stuttgart von der Protestgemeinde werden drin sein. Die wollen den ganzen Tag in Berlin Aktionen, Infos, Musik machen und dieser schlechten Regierung den Marsch blasen. Und dabei sollen sie nicht alleine sein. Berlinerinnen und Berliner, ich weiß, es ist nicht leicht, aber früh aufstehen ist angesagt. Kommt vorbei! Der Widerstand gegen Stuttgart 21 ist ein Appell an Beweglichkeit und Transparenz, an Aktivität und Beteiligung. Das, was hier stattfindet, ist aktive Politik, ist Kommunikation, ist Wachheit, ist alles das, was eine gute Demokratie an der Basis braucht. Die Parolen mögen sich im Land verbreiten. Wessen Bahnhof? Unser Bahnhof. Wessen Stadt? Unsere Stadt. Wessen Zukunft? Unsere Zukunft. Nachmittags um 5 ist Protestversammlung am Potsdamer Platz vor dem Bahntower. Dort ist auch der neuartige Bürgerchor zu hören. Dienstag, 26. Oktober, 17 Uhr, Potsdamer Platz vor der DB-Zentrale. Die Veranstaltung endet um 19 Uhr mit dem Schwabenstreich. Eine Minute sind alle laut. Klappern, tröten, trommeln, pfeifen. Es geht darum, sich Gehör zu verschaffen, sich Mut zu machen. Das geht überall im Land. Bundesweiter Schwabenstreich am Dienstag, den 26. Oktober um 19 Uhr. Trefft euch mit euren Freunden und schlagt Krach. Egal wo ihr seid, 19 Uhr Schwabenstreich. Gegen die Arroganz der Macht, gegen den Wahnsinn von Wachstum um jeden Preis. Es geht nicht nur um einen Bahnhof. Es geht darum, in was für einer Republik wollen wir leben? Sollen die Eliten, sollen die Herrschenden mit jedem Mist immer durchkommen? Nein, diesmal nicht. Diesmal haben wir die Chance, sie zu stoppen. Wir können die positive Energie, die von Stuttgart ausgeht, bundesweit nutzen. Das Scheitern von Stuttgart 21 als Auftakt für eine mutige, entschlossene, transparente Demokratie. Kein Stuttgart 21. Nirgendwo. Helft uns, dieses Anliegen zu verbreiten. Teilt dieses Video.